Ja, die anderen sind alle vorbei. Ja, aber damit sind immer noch die Küchenrollen in Plastik eingewickelt, die Gurken in Plastik eingeschweißt, die Tomaten, die Äpfel, was weiß ich. Mein Eindruck ist auch der, dass jetzt ja immer sehr viel auf die Autofahrer eingewirkt wird. Aber letzten Endes habe ich den Eindruck, profitiert schon wieder die Autolobby davon. Jetzt profitieren sie halt mit E-Motoren. Und dieses ganze Thema Batterie ist ja auch noch nicht ausgegoren. Nun habe ich neulich einen, ich glaube, Sie sind Bauingenieur. Ist das richtig? Das waren Sie, Bauingenieur. Da habe ich neulich was sehr Interessantes gehört. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Dass alleine die Herstellung von Zement ein Vielfaches dessen an CO2 produziert, was der Individualverkehr produziert. Ein Vielfaches. Und das war ein Forstwirt, der das gesagt hat. Und der hat auch behauptet, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass Deutschland, da ist es mal wirklich vorbildlich, 5-mal mehr Holz produziert, als wir selber verwerten in unseren Wäldern. Und wir sollten zurückgehen auf mehr Holz im Bau und nur noch Fundamente mit Zement ausgießen. Und dann könnten wir diese ganze Diskussion mit, wir müssen alle E-Autos fahren, im Prinzip. Ja, das hat ja auch Karlhaus auch schon immer gesagt. Die stellen ja fest, dass ihre Häuser aus Holz und wesentlich besser sind als die in Stein gemauert. Nur wir Deutschen denken immer auf, wenn ich ein Haus baue, das muss 100 Jahre halten. Und bei Holz haben wir alle Angst, dass das die Unterhaltung, die Pflege so aufwendig ist. Das müsste man eben jetzt darstellen, dass es nicht so ist. Stein soll nicht mehr das Problem sein. Also jetzt einfach Wackersteine, aber Beton und Zement. Aber Beton ist ja auch in den Decken drin. Und ja, die Decken können auch aus Holz sein. Wir kriegen mit Holz auch einen sehr guten Schallschutz hin. Ich würde sagen, jeder von Ihnen spricht noch ein kurzes Schlusswort. Ich weiß, dass das relativ unbefriedigend ist. Umweltschutz, Klimaschutz ist ein Riesenthema und wir müssten eigentlich Sonderveranstaltungen dazu machen, die nur dieses Thema behandelt und dort alle Parteien zu Wort kommen lassen oder eben auch Verbraucherschützer. Aber heute Abend können wir einfach nicht mehr leisten. Wer Interesse hat, wendet sich gerne bitte an Günter Rosenberger von der FDP, an Lars Mörke von den Grünen und an Dr. Uwe Lampe von der SPD. Können wir so verbleiben? Jo. Aber ich möchte trotzdem noch einen Satz sagen. Gerne. Ich möchte gerne noch einen Satz sagen. Gerade CO2 sollten wir wirklich versuchen einzusparen. Und das heißt, wir sollten versuchen, da Bäume zu pflanzen. Dass die Bäume nehmen nämlich CO2 auf und geben Sauerstoff ab. Das ist unsere Lebensqualität, die wir haben. Lars Mörke? Ja, ich möchte eigentlich nur, wir haben heute Bundesparteitag und Robert Habeck hat heute einen wunderbaren Satz auf seiner Eröffnungsrede gesagt, dass er gesagt hat, wir müssen endlich den Krieg gegen die Umwelt aufhören. Wir dürfen keinen Krieg gegen unsere Umwelt führen. Und momentan machen wir genau so weiter. Das Klimaschutzpaket ist kein Paket, das ist einfach weiter so. Dr. Uwe Lampe. Ja, das Klimaschutzpaket ist viel zu gering. Es ist bestenfalls ein Deckchen. Und ich kann nur appellieren, versuchen Sie, jeder für sich so viel CO2 und andere Treibhausgase einzusparen wie nötig. Es geht nicht um den Schutz des Klimas, es geht eigentlich um den Schutz der menschlichen Zivilisation. Denn der Klimawandel, das hat sich in der Vergangenheit gezeigt, ist eine der Ursachen für den Untergang von Zivilisationen, die sich in den letzten Jahrtausenden mehrfach ereignet haben. Und diese Sache kann sich auch wiederholen. Und diesmal wäre es viel katastrophal als zu anderen Zeiten der Geschichte. Und wenn wir nicht verhindern, dass es so weitergeht, dann brauchen wir uns über andere Dinge auch gar keine Gedanken mehr zu machen, weil dann gibt es keine Umwelt mehr. Punkt.